Hallo und herzlich willkommen bei einer eingeschalteten Box, die ich mal schnell ausschalte, und Resident Evil 8 Village. Und offenbar auf jedem Rechner heute Update-Meldung von Windows. Ein großer Traum. Auf diesem Rechner habe ich schon ausgemacht, deswegen wird das Spiel hoffentlich nicht unterbrochen. So, lieber Vergangenheitsgronk, wo hast du mich sitzen lassen? Hier offenbar. Und wir wollten, wenn ich mich recht entsinne, das Dörfchen noch ein bisschen erkunden. Wir wollten alle... Die Brunnen haben wir, glaube ich, alle gemacht, oder? Da war ein Schlüsselchen, lalala, da ist der Brunnen... Ich habe schon jetzt alle Brunnen hochgezogen. Wow, ich bin von mir selbst, also ich bin imponiert von mir selbst. Ja, hör auf zu schnaufen. Der Ethan immer, ne? Immer so... auch wenn er still steht, ist der ist... Ich glaube, der ist Asthmatiker. Ich weiß nicht genau. Der scheint auf jeden Fall ein paar Atembeschwerden zu haben. So. Aber andererseits, die Luft hier ist natürlich auch stechend kalt. Das darf man nicht vergessen. Der ist auch, ne? Ja. Und vielleicht hat er schon den ein oder anderen Stab in die Seite gekriegt und so weiter. Dass der Mann überhaupt noch läuft, ist mir ein Rätsel. Dass die Hand ständig angeklebt wird und so weiter. Ich frage mich ernsthaft, wo Ethan krankenversichert ist. Das würde ich gerne wissen. So, da waren wir auch schon überall drin. Dann, oh, weißt du was, ich gehe jetzt, statt da rumzukrauchen, gehe ich einfach direkt hier durch, ne? Das ging doch, oder? Hier. Oh, dann. So, hallo, hallo. Und hier war der Weg plötzlich versperrt. War das richtig? War das nicht hier, wo es... Ja... Ah, da sind wir runtergeschlittert. Okay, okay, da ist der Weg nicht plötzlich versperrt, sondern... War das so im Intro? Ich weiß nicht mehr. Es ist schon ein gefühlt anderes Leben damals, als wir angekommen sind. So, warte. Hier war nur... Weiße Fleisch kann ich mitnehmen für Rezepte, aber die Kartoffeln, die überall rumliegen, die sind halt sehr schadhaft. Da sind Vitamine drin und das Mehl, das überall rumliegt. Mh, widerlich. Ekelhaftes Mehl. So. Ich wollte ja schön Backwaren machen, weil wir die Zeit ja haben. Okay, wir sind bei den Ziegenköppen. Okay, das ist nur das. Machst du gleich wieder Rabumm und dann landet hier wieder einer? Nee, hier waren wir schon. Hier war der Kollege Schnürschuh. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Okay, dann lass mal gucken. Wir können da unten lang. Und ich wollte über das Haus mit der Leiter, nicht wahr? Da ist die Leiter. Hier haben wir sonst auch nichts zurückgelassen. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Da ist Verlass auf mich. Zumindest manchmal. Also oft. Also hoffentlich des Öfteren. So, ich steige aufs Haus. Ich steige aufs Dach. Und kacke euch durch den Schornstein. Da ist der rote Schornstein. Oh, ich höre Hühnchen. Köstliche Hühnchen. Ich weiß noch nicht, immer noch nicht genau, was wir mit den Hühnchen anfangen, aber... Ist das das Haus, was rot ist? Also erstmal die Metallreste nehme ich natürlich mit. Da ist nichts. Ist das das Haus, was wir aus Versehen abgesperrt haben? Nee, ne? Da war ich noch gar nicht drin. Hier rechts ist ein rotes Haus, aber... Okay. Ich hoffe, ich kann da einfach so hin. Eine Toilette. Entschuldigung. Ich nehme das trotzdem mit, ne? Ich weiß, auch wenn ich nicht weiß, wo es gut ist. Erstens, Hühner sind sehr böse. Ich habe mit Hühnern in meinem Leben keine gute Erfahrung gemacht. Also in meinem Gaming-Leben. Oh, ein großer Kristall auf dem Scheißhaus. Schön. So, und wir können dann hier aufs Dach, kommen wir auch drauf. Und das heißt für mich, dass bestimmt gleich wieder Werwölfis kommen. Oder Lykaner, Entschuldigung. Lykantropen. Die lustigen Stadtlykanten. Es hat schon geknötert. Ich bin übervorsichtig mal wieder. Und was ich mal mache, ist hier aufschließen. Ach, Valkyrie. Ach, hier. Okay. Was war das für ein Geräusch? Okay. Von hinten kommt man nirgendwo rein. Ne? Hier ist. Wir kommen aufs Dach. Das ist ganz schön. Das können wir auch machen. Aber ich gehe erstmal ins Haus. Ist das eine gute Idee? Ist egal, ich gehe erstmal ins Haus. Ich habe immer Angst, was zu verpassen. Ich gehe erstmal aufs Dach. Ich
vielleicht, ich weiß, wie ich drauf komme, scheint mir eine gute Idee zu sein. Bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Ich gehe mal... Okay, es ist Wind. So, wir werden doch eh gleich angegriffen. Ich rieche das doch. Okay. Neue Aufnahmesession und ich bin übernervös, weil ich immer mit dem Schlimmsten rechne. Rotkäppchen, Rotkäppchen. Das ist nur einer? Was hat er da genascht? Hier war doch... Ach, alles klar. Hä, das ist aber gar kein Blut und gar nichts. Ich glaube, der hat sich ein bisschen gerubbelt, so wie Hunde, die Aufmerksamkeit wollen. Ich glaube, das ist es halt. So, wir haben hier noch ein Kästchen. Ist aber nicht von Luisa. Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Okay, aus dem Schlüssel, den wir haben, können wir also mehrere Schlüssel machen. Und wir haben den vier Schlüssel, den vier Blättering, den vier... Wir haben den nächsten Schlüssel. Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Da kommen wir gerade her. 1. Februar. Habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. 3. Februar. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da, und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Und dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, »Das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen.« Dann gab sie jedem der vier ein Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Nun, ich hab doch gesagt, das Ding in der Büchse sieht nicht aus wie ein Babykopf, sondern wie ein Kristall. Hab ich gesagt. Wer hat's gesagt? So. Dankeschön für die Pistola Munitioner. Hier ist nichts. Oh, lecker, lecker. Guck mal, das würde ich aus dem Mehl machen nämlich. Nicht immer nur Fleisch essen, das ist nicht gut. Hallo, ich bin übervorsichtig. Alles andere geht mir gegen den Strich. Rohrbömmchen. Oh, danke schön. Auch wieder eine Abkürzung. Okay. So, na gut. Wir haben den neuen Schlüssel. Oh, mit dem neuen Schlüssel. Oh, oh, Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen?
Haben wir schon kennengelernt. Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Oh Gott. Oh. Oh, okay. Mama Miranda, warte mal, da war gerade noch ein Brunnen. Ich hab's gesehen. Wo war der Brunnen? Ich hab doch gerade noch einen Brunnen gesehen. Der war hier, war da noch. Oder bin ich blind? Hier ist noch eine Truhe. Ein Schatzhaus beim Fluss. Kommen wir denn da noch hin? Ich habe doch wohl keinen Schatz übersehen. Ich hoffe nicht. So, hier Maestros Sammlerstück. Waffe in der Wassermühle. Ob wir da von hier aus hinkommen? Ich glaube nicht. Also hier, wir müssen das hier. Da müssen wir durch. Das würde ich vielleicht gleich direkt mal gucken, weil, ne, so Waffe, schönes Wäffelchen, wäre ganz cool. Und den Rest machen wir, glaube ich, da kommen wir jetzt hier durch, glaube ich, beim Altar. Oder hier, da kommen wir auch durch. Hinter uns quasi. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Plot-Twist. Er ist Zukunfts-Rose. Okay, Na, dann teste ich den Schlüssel mal hier aus. Viergeflügelter Schlüssel, müsste ja gehen, ne? Mit einem viergeflügelten Wesen dekoriert. Hä, aber ich habe einen viergeflügelten Schlüssel. Aber viergeflügelter Schlüssel? Passt nicht, die Tür ist mit einem viergeflügelten Wesen dekoriert. Hä? Aber das müsste doch genau jetzt... Okay, warte mal. Hier waren es zwei Flügel. Da drüben wären es sechs Flügel. Sind hier wieder neue? Nee, ne? Ich kenne hier die Spawning-Zeitpunkte nicht. Und hier hinter wäre dann, hinter dem Tor... Aber da komme ich doch eigentlich nur hier, ne? Wenn ich dann hier lang gehe, hier so, dann kam man doch hier irgendwie runter durch den Ostteil. So kommen wir dann dahin. Sonst kann ich da leider nicht lang. Ich höre Klapper. Ih, was ist denn das da hinten? Das sind so Schleimblubbelblasen. Ihhh. Die kommen bestimmt von diesem Monstrosität. Die sind bestimmt von ihm, ne? Der hinterlässt bestimmt irgendwelche schleimigen Dinger. Okay, also, wir haben einen viergeflügelten Schlüssel. Hier ist noch eine viergeflügelte Tür. Hier geht's aber. Ach, vielleicht, weil der Schlüssel noch kein Embryo hat, eventuell. Hier waren wir noch nicht. Ja, warte mal. Da können wir vielleicht nochmal schnell hier... Aber es war so. So.
Sicher ist sicher. Sieht hier sehr einladend aus. Kann man nichts gucken. Oh nein. Ich ahne, zu wem es hier geht. Oh Gott, nein, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Ich hasse Puppen in Horrorspielen. Ich hasse Puppen in Horrorspielen. Ich wusste, dass es passieren wird, aber Junge, ich will hier nicht hin. Oh, ich... Oh Gott, oh nein. Kann man nicht lesen? Es ist nicht gut. Ist alles nicht gut. Ich find's komisch, dass wir nur den einen Grabstein bisher lesen konnten, sonst keinen. Das sind auch ehemalige Einwohner, die Puppen, oder? Keins ihrer Spielzeuge kam zurück. Und was ich mich frage, es gibt diese vier Grafen. Und alle, also ich gehe mal davon aus, ne, alle verschlingen auf die ein oder andere Art und Weise die Einwohner. Das muss ja Millionendorf vorher gewesen sein. Wenn es für alle reichen soll, meine ich. Ah, das ist ja süß. Okay, da kommt eine kleine Brücke. Ich gehe da noch nicht drüber. Die riecht doch schon danach, dass wir nicht mehr zurückkommen. Na, ne. Ne. Was? Willst du mich verarschen? Da ist jetzt zufällig ein Busch gewachsen. Wieso komme ich denn jetzt? Ich wollte gerade schlau sein. Bevor ich über die Brücke gehe, erkunde ich hier nochmal schnell alles. Ich wollte schlau sein. Und dann wächst hinter mir einfach ein Busch zu. Muschibusch. Ich wollte noch gar nicht lang. Oh Mann, da ist noch eine Ziege. Ist gar nicht eingestürzt. Ethan. Was? Ethan. Ethan. Wenn ich drauf ziele, steckt er die Waffe weg. So ein Blödsinn. Das ist bestimmt Mia, oder? Mia geht's gut und die lockt uns jetzt, oder? Natürlich, es ist Mia mit dem Baby. Da ist ja nichts passiert, da bin ich ja... Oh, da bin ich glücklich. Oh, Gott sei Dank, jetzt wird alles gut. Das ist eine sehr vertrauenswürdige Illusion, da gehe ich direkt drauf zu. Ethan. Hey! Komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Du musst mir was sagen. Was geht hier vor? Oh. Mia lebt und dem Baby geht's gut. Ich wusste es mit dem Kristall, ist nur Humbug. Da gehe ich direkt mal hinterher. Ein bisschen Investigativjournalismus. So, Problem ist, ich weiß, Garten, okay. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Natürlich helfe ich ihr. Rose ist doch unsere kleine Töchterlein. Hm. Wie gesagt, wir könnten ansonsten aber auch eine neue machen. Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Nein. Das ist nicht real. Hä, klar ist das real. Alles hier ist mega real, natürlich. Das ist doch kein Computerspiel, das ist nach wahren Begebenheiten. So. Oh, ein Massenfriedhof. Das ist aber ein schöner Tourist-Spot. Oh, mit einer Puppe drin. Oh nein.
Es sieht ein bisschen aus wie eine kleine Arena. Oh ja, wir haben ein vergrößertes Inventar. Da fällt mir gerade ein, ne? Nein. Okay, irgendwann lerne ich's. Immer nur Shift drücken. Die Waffen passen da nicht mehr rein, dafür aber die beiden Heiltränke. Inventar sortieren zwischendurch. Eigentlich immer eine gute Idee. So, la 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 la. Vier Pipe-Bombs. Oh, davon haben wir auch noch eine. So. Hallo? So, dann haben wir oben noch. Haben wir noch ein bisschen Slot-Space da oben. Hier könnten zum Beispiel Dietriche rein oder sonst irgendwas. Oder drehen die einfach hochkant, haben da oben noch ein paar Slots frei. Also eigentlich gut. Was ich gerade machen wollte, war herstellen. Vielleicht mal ein paar Shotgun-Shells. Die brauchen auch Chemikalien. Dafür zwei rostige Reste, von denen wir 9 haben. Warte mal, Flintmunition. Wir haben Flintmunition gefunden, ne? 13 Schuss haben wir. Das sind nicht viele Schuss. Und was ich auch noch gucken wollte, verdammte Axt. Untersuchen. Unsere jetzige Knarre, 150, sind 180 Schaden. 180 Schaden. Ich glaube, die hier macht doch noch weniger, oder? Und die hat 170. Okay, dann bleibe ich erstmal bei unserer jetzigen, weil wir die auf Level 3 haben. Okay, es passiert vielleicht doch nichts. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Nee. Ah, Beneviento. 87 bis 96. Oh, da ist jemand aber nicht sehr alt geworden. Freed from the binds of flesh, he now walks the valley of death. Und jetzt? Okay, wenn ich zurückgehe, ne? Nicht! Hä? Was ist... Hä? Es ist so ruhig! Spinne ich jetzt? Das fragst du dich jetzt? Jetzt ist der Moment, wo du dich das fragst, Ethan, ja? Okay, ein normales Wohnhaus, zum Glück. Gib deine Erinnerungen ab. Das würde ich gerne, aber ich habe zu viel gesehen. Ich habe zu viel gesehen. Okay, hier ist sonst nichts. Ich habe das Gefühl, das Schlimmste am Spiel spielt sich in meinem Kopf ab. Nicht mal im Spiel selber. So, untersuchen. Familienfoto. Was? Ich hab gedacht, das ist das Einzige, was in den Schlitz passt. Ich will mein Familienfoto zurück. Ich wollte das nicht hergeben. Was zum Teufel? Wieso sollte er das denn da reinstecken? Das macht keinen Sinn. Vielleicht wegen mir? Oh, erstaunlich. Okay, cool. Wow. Warte mal, da ist ein Schatz. Warte mal kurz. Aber ich kann doch da gar nichts machen. Ah, Benevento. Aber ich kann hier null machen. Muss ich da vielleicht ein Stück Grabstein wieder zurücklegen? Ich kann da aktuell, glaube ich, relativ weh. Oh, ich komme ja auch nicht mehr zurück. Cool. Naja, cool, dann. Naja. Ist bestimmt für später. Man weiß es ja nie so genau. So. Der Fahrstuhl kommt mir ein bisschen bekannt vor. Oh Gott. Ich glaube, ich werde die drei Schwestern vermissen.
Haben wir jetzt auf die Astralebene gewechselt? Ja, ganz normales Wohnhaus. Ist das... Das ist Wasser, okay. Oh, was für ein schönes Haus. Und dann hier am Wasserfall. Ich meine, das Haus ist wahrscheinlich die ganze Zeit feucht und moosig, aber was für ein cooles Haus, bitte. Wow, und die Aussicht. Wow, der Wasserfall. Wow. Also Respekt. Haus Beneviento. Auch schön mit dem Blümchen hier, obwohl es schneit die ganze Zeit. Kann man das Dorf unten sehen? Nee, ne? Das sind nur Bäume. Oh, schön. Also Lage ist alles, ne? Schade. So, hier. Ach, hey. Hey. Ich frage mich, ob ich inzwischen auch schon Ziegen übersehen habe und das alles sinnlos ist, weil ich nicht mal weiß, was wir dafür kriegen. Oder wahrscheinlich ein Achievement. Aber sonst. Ich gehe hier irgendwie langsamer. Okay. Ich bin irgendwo gegengelaufen. Oh Gott. Weißt du, warum mich das Haus erinnert? Schreibe ins Buch! Richard Williams, bist du da? Mist, ich habe die Sounds hier gerade nicht. Wäre schön gewesen. Ich hatte die mal auf dem Soundboard, aber... Bedalt. So, ins Haus kommen, erstmal alles kaputt machen. Achso, nein, nein, ja, also, okay. So, na gut. Ist ein sehr schönes Haus, das muss man schon mal festhalten. Offenbar über dieselben Bilder. Give me a kiss to build a dream on for my imagination. Feel too lonely, huh? Da gehe ich noch nicht rein. Ich schaue mir erstmal kurz die Nebenschauplätze an hier. Oh, die Tür ist sogar offen. Ja, nein. Da ist eine Truhe, aber da komme ich nicht ran. Okay, wir haben das Foyer. Und auch hier. Hihi. Schimaoni. Was? Das sieht ein bisschen aus wie Michael. Das sieht ein bisschen aus wie Michael. Und die Puppe finde ich halt wahnsinnig cool. Wie gesagt, erinnert mich immer an Nightmare. Okay, hier gibt es irgendwas zum Holen im Foyer. Ich weiß aber nicht was. Also irgendwas ist hier noch rot. Und ich würde Sachen gerne jetzt mitnehmen, bevor uns später wieder irgendwer verfolgt. Ich weiß aber, alle Vasen scheinen ja sehr stabil zu sein. Sehr schöne Bilder sind das. Okay. Ich geh mal in die Haupthalle. Wir könnten nach oben gehen, aber ich gehe erstmal hier in die Haupthalle. Scheint mir irgendwie... Oh Gott, Puppen in Horrorspielen. Ich sage ja, der größte Horror spielt sich in meinem Kopf ab. Ich hasse meine Fantasie und alles. Guck mich aber nicht an. Oh.
Untersuchen. Aha, aha, aha. Unzählbar. Klar. Die Puppe sieht halt, also das Bild von dem Kind sieht aus wie die ganzen Puppen hier überall. Hier hat jemand offenbar, ich weiß, Kakao getrunken. Nach Tee sieht das nicht aus. Diese Puppe. Ah, endlich mal was öffnen hier. Filmrollen. So, ist das ein Nebenraum hier? Okay. Man wird mutiger, weil es so ruhig ist und dann kriegt das Spiel einen wieder. Ich erkenne da ein Muster. Das Haus hat so eine schöne Aussicht, ne? Aber genutzt wird das hier nicht. Also der Architekt hat keine gute Arbeit geleistet. Ich? Puppenteile, glaube ich. Boah, sieht das hier cool aus. Sieht gerade ein bisschen aus wie bei PT, ne? Das ist bestimmt eine gute Idee. Wir wurden ja von Mia eingeladen. Und wie man weiß, oh, es geht nach unten. Ich dachte nach oben. Man hat einen ausgebauten Keller. Hallo? Wieso schnauft ihr die ganze Zeit denn so? Bilden. Ein Sicherungskasten. Oh nein. Wir wissen doch alle, was passieren wird. Oh. Heimkino gibt's hier auch. So ein bisschen. Das ist schon nice. Filmrollen habe ich gerade auch gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 3 fehlt. Ob das ein Rätsel wird? Oh, so schade, dass die Texturen so low sind, ne? Das Spiel sieht so gut aus und dann, das bei vielen Spielen so, ich glaube wegen der Kompatibilität zu Konsolen und so, dass öfter mal dann bei sowas die Texturen gespart werden für die Performance. Das ist so schade. Aber das kommt alles. Ich freue mich drauf. Ich bin ein großer Freund von Buchlesern im Spiel. Oder gucken, was sie so für Bücher haben. Warte mal. Blumen. Okay, zwei Kinder. Ich war noch nicht oben im Haus, ne? Frisch Obst. Gleicher Lieferant wie bei der Lady. Scheint hier so einen Großhändler zu haben. Das ist die Blume, die wir gerade auf dem Zettel gesehen haben, übrigens. Sagen. Oh ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich glaube, dieses Haus wird noch furchtbarer als das von der Lady. Ich glaube, es wird noch furchtbarer. Auch wenn es gerade viel zu ruhig ist die ganze Zeit, aber
wir werden sehen, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und dann lassen wir die Puppen tanzen. Oder umgekehrt wahrscheinlich. Oder umgekehrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss.